Hallo und herzlich willkommen zu einem Sonntagsvideo. Ja, ich weiß, Schande über mich. Ihr habt jetzt 4 Wochen lang nichts von mir gehört. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, weil, ist eigentlich nicht meine Art. Ich habe über 3 Jahre jeden Sonntag wenigstens, am Anfang ja 3-mal die Woche, jetzt nur sonntags gedreht und für euch aufgenommen und habt es aber die letzten Wochen nicht geschafft. Liegt einfach daran, dass die Arbeit wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, dann war ich ziemlich platt und geschafft und hatte auch noch meine Rollenspielgruppen. Und ich habe da so viel Zeit und Kraft investiert, dass mir abends einfach die Zeit und die Kraft gefehlt hat, wirklich was aufzunehmen. Und deswegen dachte ich mir, okay, jetzt haben wir ein paar Tage frei. Ich versuche mich mal schnell wieder zu erholen. Denn auch nach meinem Urlaub war einfach die Zeit irgendwie so sofort wieder drin. Und wenn man dann 10 Stunden am Tag arbeitet irgendwie, dann ist man einfach nicht mehr ganz, ja, da. Und es soll ja gute Videos werden. Das bedeutet, letztes Wochenende habe ich ein Video gemacht für gespielt, damit es wenigstens noch in den März reinragt. Hat aber nicht geklappt, weil ja das Video total Schrott war. Also von der Qualität, von der Aufnahme war einfach Mist und das kann ich euch nicht antun. Also habe ich mir überlegt, gut, machst du jetzt ein Osterspezial mit 2 Monaten? Ja, Februar und März. Genau. Februar und März zusammen. Also sind eine Menge Spiele. Wir haben einiges zu besprechen. Das soll mal wieder der Einstieg sein zu einer regelmäßigen Videoveröffentlichung. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich will es gar nicht mehr versprechen, weil ich weiß wieder, was ansteht nächste Woche. Obwohl ja erst jetzt Ostern ist. Und trotzdem denke ich schon an nächste Woche, weil echt wieder viel auf dem Plan steht. Wir fangen an mit gespielt XXL für 2 Monate. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Los geht's. Los geht's mit dem ersten Spiel im Februar, Black Jackie. Black Jackie ist wirklich ein ganz kleines Kartenspiel, ist richtig gut zum Mitverschenken, sofort mitbringen, auf den Tisch bringen und gar nicht viele Regeln, recht einfach. Wir versuchen mit unseren Karten an die 20 zu kommen. Also wirklich, es heißt zwar an die 21, aber die 21 als Karte oder beziehungsweise Kartenkombination ist einfach eine Zahl zu hoch. Total verwirrend. Ja, finde ich auch. Warum haben sie es gemacht? Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass die 20 hier gewinnt und nicht die 21. Das ist überboten und dementsprechend dann raus. Relativ einfach. Wir haben Karten, beziehungsweise wir haben erstmal einen Charakter und den suchen wir uns aus. Den packen wir hin, haben 3 Lebenspunkte. Die packen wir uns auch hin und dann wird gespielt. Immer wenn ich dran bin, kann ich eine Karte spielen und einen Trick auslösen, der auf der Karte draufsteht. Oder ich tausche oder ich ziehe eine Karte oder ich klopfe. So, solche Sachen. Oder und. Genau, das kann man auch. Weil Tricksen geht immer vorher. Das bedeutet, ich mache einen Trick und dann klopfe ich und das war's dann, weil dann ist nur noch die letzte Runde dran. Und dann schauen wir uns an, welche Kartenkombination ich habe oder was ich gezogen habe und was ich gespielt habe. Und diese, die ich auch mit dem Trick gespielt habe, die werden dazu gezählt und dann habe ich 20. Und dann habe ich gewonnen. Und die anderen nicht. Und dann verlieren die einen Lebenspunkt und so weiter. Also wirklich ganz easy. Recht einfach. Aber es macht Spaß. Es ist wirklich ein schönes, kleines Kartenspiel. Und es ist halt auch von der Optik, von der ganzen Aufmachung einfach lustig, schön und ist ein cooler Opener. Ich glaube, jetzt zu Ostern oder so nehmen wir das nochmal mit, weil lohnt sich. Ja, Everdale lohnt sich auch immer meines Erachtens. Hier nun mit der Erweiterung, die habe ich einfach mal hingestellt, weil es gibt ja mittlerweile nochmal 2 Erweiterungen. Ich bin mir auch nicht sicher. Wir waren mal in diesem Everdale-Flow, also relativ häufig Everdale spielen. Ich hatte ja damals auch schon gesagt, Everdale ist ein wirklich schönes kartenbasiertes Spiel, denn wir haben ja diesen tollen Baum, wir haben große Auslage, da hat man Karten, die man spielen kann und man kann halt jederzeit die Kombination spielen. Ich
baue ein Gebäude und kann dann das Tier, was zu dem Gebäude dazu zählt, kostenlos mit ausspielen. Und diese Kombination ist wirklich sehr, sehr cool, macht auch unglaublich Spaß. Aber ich persönlich wechsle dann in die nächste Jahreszeit. Da gibt es also keinen Break, da gibt es kein Warten auf die anderen, sondern ich wechsle, nehme meine gesamten Miepel vom Tisch, ja, meine Worker, und kriege ja noch welche dazu. Und dann fange ich schon in dem Sommer an zu spielen, während alle anderen noch im Frühling sind. Und wenn sich das nicht irgendwie so relativiert, dann hat man zum Ende hin, also Winter, ist man fertig, hat seinen letzten Worker, seine letzten Bären eingetauscht und dann wartet man. Und diese Wartezeit kann ganz schön lang werden. Ich glaube, damals habe ich über eine Stunde gewartet, bis die gesamte, ja, bis alle anderen Spieler sozusagen ihre Kombination gespielt haben. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, ich hätte mir ein eigenes Spiel mitbringen können. Weil das war so extrem lang. Andere Spiele machen das ja nicht. Andere Spiele sagen, ist der Erste fertig, dann läutet er sozusagen das Ende ein, damit er nicht so lange warten muss und die anderen zügig was machen müssen. Hätte ich hier auch gut gefunden. Ja, ich weiß, das bringt, also das ist ja dann mein Problem, wenn ich schlecht spiele, gar keine Frage. Aber es ist ja auch so, dass ich ein bisschen hier Glück habe, welche Karten liegen da aus, welche habe ich gezogen. Und wenn ich nicht die entsprechenden Ressourcen habe, dann kann ich nichts machen. Oder wenn die entsprechenden Worker von den anderen ständig Plätze blockieren, dass ich da nicht rauf kann, dann muss ich natürlich eine andere Strategie fahren und das verkürzt meine Spielzeit vielleicht. Ich will damit nicht sagen, dass Everdale schlecht ist. Ich finde es wirklich gut. Es macht wirklich alles richtig. Bis auf diesen Aspekt, finde ich, da hätte ich mir gewünscht, dass der Erste, der das einläutet, zum Beispiel dann irgendwie etwas bekommt oder etwas noch machen muss oder die anderen wirklich gezwungen wären, fertig zu werden und dafür aber dann einen Ausgleich an Siegpunkten pro Karte oder sonst wie zu bekommen. Weil so zieht sich das Spiel am Ende einfach in die Länge und jeder, der schon abgeschlossen hat oder fertig werden musste, weil er nichts mehr machen kann, sitzt halt einfach mal vergeblich rum. Das finde ich an einem Spiel eigentlich nicht so cool. Ja, Everdale haben wir mit der Grundbox gespielt, ohne Pearl-Broke-Erweiterung, weil wir es mit meiner Tochter gespielt haben. Ja, im Januar haben wir angefangen, Hexen 1733, unser Rollenspiel, unser Pen and Paper zu spielen. Das bedeutet, wir haben zwei Gruppen im Monat, die wir bespielen, mit denen wir spielen. Und das ist ein Haufen Arbeit, wie ich schon gesagt habe. Das bedeutet, wir haben jetzt Anfang April, ja, sind wir? Ja, Anfang April, das bedeutet, wir haben 6 Runden schon gespielt. Das bedeutet 3 Monate. Wir spielen bis November. Im November ist unser Finale. Das bedeutet, wir haben jetzt den kompletten Aufbau und es ist schon so viel passiert. So viele Ereignisse sind eingetreten. Viele Sachen wurden schon von den Spielern auch gesehen und nachverfolgt und viele Informationen wurden auch schon eingeholt. Und das Coole daran ist, damit ihr das so ein bisschen versteht, wie wir das machen, meine Freundin spielt in beiden Gruppen mit. Ja, sie ist sozusagen der Vermittler. Dafür hat sie manchmal bei der einen oder anderen Gruppe weniger Spielzeit, weil die dann erstmal ins Spiel kommen müssen, wo sie sich befinden und sich treffen. Und erst dann kommt sie dazu. Das kann manchmal dazu führen, dass sie dann wirklich 2 Stunden gar nicht mitspielt. Dafür hat sie aber 2 Gruppen und sie ist der Vermittler für beide Gruppen, weil sie beides, also viele Informationen gesammelt hat oder auch weiß, was der andere machen wollte, weil der ein Buch gefunden hat und so weiter und so weiter. Und das Ding ist halt, wir haben es mittlerweile so gemacht, dass wir 2 Termine haben. Das bedeutet, sie spielen gleichzeitig in Freiburg, da befindet sich das ganze Setting und sie haben die Möglichkeit, sich die Termine auszusuchen, wann sie spielen können. Das heißt aber auch, wir müssen am Ende immer einen Cut machen und sagen, okay, ihr geht in eure Herberge, damit wir mit der nächsten Gruppe, wenn die einsteigen, sozusagen diesen Übergang haben, wer mit wem spielt. Kann halt bedeuten, am Ende im März hat schon jemand gespielt und am Anfang April spielt er wieder, weil durch das Einteilen und durch das Schreiben hat sich das ergeben. Aber was daran so wichtig ist, ist, dass die Gruppendynamik dadurch eine ganz andere wird,
weil die Vermischung so extrem ist. Ja, also manchmal kann man an dem Tag nicht, also spiele ich in den anderen und habe dann auf einmal drei neue Leute, die ich schon seit 2 Monaten nicht gesehen habe, mit denen spiele ich jetzt wieder zusammen. Und dadurch vermischt sich das so extrem gut. Ich habe am Anfang gedacht, ja, hoffentlich klappt es und wird es gut. Ich finde, das ist eine richtig coole Sache, weil vorher hatten wir ja feste Gruppen und die haben sich dann einfach mal 9 Monate nicht gesehen bis zum finalen Ende. Und jetzt haben wir diese komplette Mischung über das gesamte Jahr und das muss ich sagen, finde ich viel besser. Wer jetzt fragt, wie viel wir sind, ich glaube 14 Leute. Ich glaube ja. Tja, was soll ich zu Dune sagen? Dune ist in der Bibliothek bei uns beim Brettspielabend gelandet. Wir haben im Vorfeld schon eine Runde Dune nochmal gespielt, einfach damit ich die Regeln gut erklären kann. Und Dune ist einfach und bleibt auch einfach eins meiner Lieblingsspiele, meiner Top 10 würde ich sagen sogar. Müsste ich mal eine Liste machen. Aber Dune hat halt alles, was ein Brettspiel für mich haben muss. Es hat Strategie, es hat gute Regeln, es macht gar nicht so viel Neues. Wir haben Worker Placement, wir haben Ressourcenmanagement und wir haben einen Deckbilder dabei. Und das ist so eine Mischung, die ich richtig liebe. Ja, weil wir einfach wirklich überlegen müssen, wo setze ich mich ein und vor allem das Deck, was man hat, es ist einfach nicht nur ein Deckbilder in dem Sinne, dass ich mir Karten kaufe und dann halt diese Karte spiele und dann ist gut. Nein, ich habe für diese Karten zwei Funktionen und das finde ich genial. Wenn ich die Karte spiele, dann mache ich den oberen Teil und arbeite es ab. Spiele ich sie nicht und das Ende ist eingeläutet, spiele ich die Karten komplett aus und nehme den unteren Bereich und werte das oder setze da nochmal Kämpfer ein und so weiter. Und ich finde halt, Dune ist halt dadurch so gut, weil halt auf jeden Fall die Regeln so klar und eindeutig sind, dass selbst als die zusammengesessen haben und gesagt haben, so, oh, hier, ganz kurz, stimmt es oder wie ist es, ich kurz überlegt habe, in die Regeln kurz geblättert habe, ich gesagt, ah, hier steht's, bla bla bla, zack, fertig. Und das ist so selten, dass Spiele so eine gute Erklärung haben. Deswegen ist Dune Imperium einfach richtig, richtig gut. Und vor allem der Spannungsbogen ist extrem. Am Anfang haben sie dann auch so überlegt, so, ja, was mache ich hier, da, zack, zack. Und zum Ende hin gibt es ja diese geheimen Karten, wo man nochmal Siegpunkte machen kann und so weiter. Und die Siegpunktskala, die variiert. Das bedeutet, man muss halt wirklich gucken, dass man seine Siegpunkte ein Stückchen höher als alle anderen hat, weil sonst könnte sich das schnell umwandeln am Ende und man verliert. Und dieser Spannungsbogen ist so genial bei dem Spiel. Deswegen Dune Imperium für mich immer noch eine absolute Empfehlung. Beide Daumen hoch für Dune Imperium. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte es unbedingt tun, denn das ist eins der besten Spiele, die ich kenne. Ja, Erweiterungen haben wir nicht. Bin am Überlegen, weil viele sagen, dass es jetzt das Spiel noch besser macht. Ja. Ist Song of Ice and Fire ein Tabletop, was wir auch jetzt recht viel gespielt hatten in den letzten 2 Monaten. Also, ja, im März nicht so, aber Januar, Februar hatten wir richtig viel gespielt. Finde ich richtig gut. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal gewonnen, finde ich auch total interessant. Wir haben viele verschiedene Gruppen ausprobiert und man muss da wirklich auch so ein bisschen eintauchen, weil das Coole an A Song of Ice and Fire ist halt ein, ja, ein Tabletop mit Gruppierungen, also mit Basen. Man hat dann 12 Figuren da drauf, Mammuts, Riesen, wenn man dieses Volk möchte und spielen möchte. Und dann schiebt man diese Einheiten abwechselnd in den Krieg. Bedeutet, ich entscheide mich von meiner gesamten Streitmacht etwas zu bewegen und mein Gegner danach, dann wieder ich, mein Gegner, ich. Und natürlich schiebe ich nicht nur dahin, sondern ich kann auch entscheiden, irgendwann mit Bogenschützen zu schießen oder ich sage Sturmangriff, dann gehe ich in den Nahkampf. Aber jetzt kommt der Clou bei A Song of Ice and Fire. Wir haben noch ein extra Taktikboard und das legen wir an die Seite und da haben wir auch noch Miniaturen, die wir dann einsetzen können. Das bedeutet, wenn ich jetzt geschossen habe mit meinem Bogenschützen, dann könnte sich mein Gegner entscheiden, halt das Taktikboard zu nutzen und dort eine Aktion zu nehmen. Zusätzlich haben wir aber auch noch Karten auf der Hand, die wir auch noch nutzen können. Ja, und das dann auch noch würfelbasierend.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, so eine Spiele sind ja ganz cool, aber dieses Würfelding ist halt einfach zu glückslastig. Ja, aber man manipuliert ja auch die Würfel ständig, indem man irgendwelche Marker verteilt, wie Panik oder ja, ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen, aber das sind halt immer Marker, wo man dem anderen das schwerer machen kann. Das bedeutet, dass man wirklich dann im Laufe des Spiels irgendwie sagt, okay, der Einheit, da fehlen schon 4 Leute und dann packe ich nochmal einen Marker hin, dann flüchten die schneller, weil sie nochmal einen Wurf wiederholen müssen und damit manipuliert man die ganze Sache. Das finde ich ziemlich cool, das macht echt unglaublich viel Spaß. Wir werden jetzt erstmal dann Warcry spielen, also jetzt in den nächsten 2 Wochen. Wird dann auch nochmal was kommen dann auf dem Kanal, weil das ist ja von Warhammer und er hat alles fertig gemacht. Ich habe damit gar nichts zu tun gehabt, ich habe nichts gemacht und ich bin gespannt, weil er sagt, das ist eins der besten Warhammer-Sachen, die von den Regeln und so weiter sind. Okay, lass ich mich überzeugen, aber hier bei A Song of Ice and Fire hat es mich echt gecasht und ja, cashed ist da auch das richtige Wort. Irgendwann wird es teuer. Aber gerade ist so eine kleine Pause, obwohl ich ja noch 2 Fraktionen dastehen habe, muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich mir die aufbaue und was ich als nächstes anmale, weil Brettspiele wollen auch angemalt werden. Clone Legacy. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, wir spielen ganz fleißig da drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding lohnt sich. Es ist so, dass man da wirklich 2 bis 3 Stunden pro Partie dran sitzt, liegt aber auch daran, dass viele Texte dann reinkommen. Kurze Texte, nicht überfüllt, also es dauert nicht ewig, es ist kein Roman geschrieben, aber immer wieder verändert sich der Plan, man hat verschiedene Szenarien oder beziehungsweise Aufgaben, Aufträge, die man erfüllen muss, erfüllen kann. Erfüllt man sie in dem Laufe der Zeit nicht, werden die zerrissen, neue Aufträge kommen dazu, und alles verändert sich irgendwie. Selbst sein eigenes Deck wird irgendwie am Anfang durch eine neue Karte nochmal verbessert. Und es gibt so viele Sachen, die hier das Spiel verbessern, aber auch verlängern. Ich brauche einfach mal eine Pause von Clone Legacy. Ich kann es nicht jede Woche spielen. Meine Freundin ist da total gehypt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss mal wieder was Neues spielen, um Clone Legacy spielen zu können, damit ich es auch genießen kann. Ja. Bedeutet. Klong Legacy ist für mich schon das beste Klong, wobei es Kleinigkeiten hat, die mich so ein bisschen anstrengen, weil man spielt es nicht einfach mal so. Man kann es nicht auf den Tisch bringen und dann kann man losspielen und dann war es das, sondern man muss es erstmal aufbauen. Man hat dann viele Texte, erstmal muss erstmal den Einstieg machen, dann wird wieder was Neues aufgeklebt. So verändert sich der Spielplan und das ist aber auch das Coole wiederum. Man hat halt nicht die Oberwelt, wo man dann spielt, sondern man dreht irgendwann mal den Plan um, dann geht man in die Tiefen rein und denkt sich so, wow, cool, wie kann ich denn hier laufen? Da sich der Spielplan da noch nicht verändert hat, dauert es einen Augenblick, bis man auf einmal merkt, so, oh, jetzt muss ich noch tiefer rein, nach unten, um Schätze zu sammeln. Und das ist ganz schön hart. Also jetzt gerade beim letzten Mal, muss ich sagen, war das echt heftig, weil 2 Leute von uns sind gestorben unten. Und kamen nicht mehr raus, weil sie keinen Schatz gesammelt bekommen haben. Und ich dachte mir so, wow, also das ist schon krass. Genau, ja, Clone Legacy, meines Erachtens lohnt sich das auf jeden Fall, wenn man Clone mag, wenn man sowieso Clone mag, dann lohnt sich auch der Legacy-Effekt, weil man einfach hier ganz viel erlebt. Es ist ein bisschen auf Spaß und Albereien gemacht. Das muss man auch mögen natürlich, aber wir finden es ganz lustig. Und ja, deswegen Clone Legacy, ja, das ist schon eine große Nummer. Ist auch teuer, aber es ist halt Clone. Das Geheimnis der Tempel. Das Geheimnis der Tempel ist so aufgebaut, dass man wirklich so eine Art Ring hat an Karten. Dann hat man Meeple und dann kann man auf den kleinen Karten laufen oder auf den großen Karten laufen. Und der Clou an der ganzen Sache ist, wir haben so eine Art, ja, eine Tafel oder ein Gestirn, ich glaube sowas in der Richtung, wo man halt die ganzen Diamanten, Rubine oder wie auch immer man sie nennen möchte, halt platzieren kann. Aber man muss sie so platzieren, dass man halt Aufträge auf diesen Ring erfüllen kann, denn
man muss halt gucken, okay, da sammel ich was und hier kann ich dann halt meine Karten einsetzen, um Siegpunkte zu generieren. Habe ich aber auf meiner Karte die entsprechenden Steine nicht richtig platziert, wie weiß, rot, blau, dann kann ich sie auch nicht nutzen, um entsprechend diese Karte zu werten. Hört sich kompliziert an, ist es eigentlich gar nicht. Also wenn man die Regeln gelesen hat, denkt man sich schon so, wow, was? Wenn man es dann aber auf dem Tisch hat und probiert, dann ist es recht eingängig und man sagt sich, ah, okay, das macht natürlich Sinn, weil es ist schon ziemlich lustig, seine Aufträge zu versuchen zu erfüllen, auch wenn man dann im Vorfeld schon seine, ja, seine ganzen Steine platziert hat. Dafür gibt es natürlich in diesem Ring natürlich Möglichkeiten zu wechseln, zu tauschen, zwei entsprechende Steine zu opfern, damit man dann halt einen neuen Stein reinbekommt, um halt neue Aufträge zu erfüllen. Und das ist schon ziemlich cool. Also ich mu muss ganz ehrlich sagen, ich mag es und ich finde es auch traurig, dass wir 2 Jahre gebraucht haben, um endlich das Geheimnis der Tempel zu spielen. Weil das hatten wir extra gekauft und ich fand es einfach echt cool, sah schick aus und dachte mir, das kann was sein. Und dann haben wir echt so lange dafür gebraucht. Ja, jetzt ist es aber soweit. Wir haben es gespielt und ich kann nur sagen, wenn ihr dazu kommt, spielt es auf jeden Fall. Es ist kein Must-Have, aber es ist ein Spiel, was sich super lohnt. Also wenn man darauf steht, auch so ein bisschen so zu Strategie zu benutzen, um halt entsprechend zu platzieren und auszulösen. Dann macht es auf jeden Fall Sinn und das macht auch wirklich, es macht das, was es machen soll. Es ist wirklich ein Spiel für diese Art der Spiele, die man halt wirklich, wo man sagt, das passt einfach genau zu der Spielart. Da muss nicht was dazu und da hätten sie auch nichts weglassen können. Es ist genau in ihrem Raster passend. Ist eigentlich selten, finde ich, dass ein Spiel so nicht irgendwie eine großartige Verbesserung oder eine. Sondern es ist genau das. Komisch, ja? Müsste man auch mal ein Video machen. Welche Spiele passen genau? Smart Ten Family ist ein Familienspiel. Ganz einfach. Was muss man machen? Ganz klar, ich zeige euch das. Jo, also. Wir haben hier so eine tolle Box. Zip, ist ein Titel der Buchreihe Die drei Fragezeichen. So sieht das ganze Ding aus. Da steht, was man so denken kann. Spuk im Netz. Ja. Hey, nimmt man raus. Da hat man so ein grünes Zeichen, also einen Haken. Und dann gibt man die ganze Box dem nächsten Spieler. Und der entscheidet auch. Endstation Venedig. Na, im. Ja, ich sag einfach ja. Und was ist es? Nein. Das bedeutet, man ist dann raus, man kann nicht weiterspielen und man bekommt auch den Punkt nicht. Das bedeutet, es wird immer weniger und kleiner. Dann kann man die Karte rausnehmen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo war das hier, glaube ich. Genau. Zack. Dann schiebt man die Karte danach raus, wenn man fertig ist. Und dann kommt das nächste. Tick, tick und truck in welcher Sprache? Hui, Jui, Rui. Ich sag mal ja. Ach so, ich hätte Japanisch sagen müssen. Mist. Last Aurora. Zu Last Aurora kann ich nur sagen, oh mein Gott. Wir hatten das schon mal vor einem Jahr oder so gespielt und ich dachte mir so, ah, oh, das gefällt mir eigentlich ganz cool. Das ist so ein richtig gutes Ablaufspiel. Wir versuchen halt zur Last Aurora zu kommen. Das bedeutet, wir haben immer wieder irgendwie Schwierigkeiten, irgendwie Möglichkeiten mit unserem Fahrzeug das aufzubauen, mit Karten und dann können wir losfahren. Wir haben es dann nochmal gespielt, weil wir den Brettspielabend hatten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so mega krass enttäuscht, weil das einfach mal richtig schlecht war. Was heißt richtig schlecht? Ganz einfach, wir schmeißen es raus, weil die Regeln sind so übelst schlecht, dass dann einer der Spieler dann auch auf Englisch nochmal die Regeln geguckt hat, wie das so wirklich übersetzt wurde oder ob das richtig gut
Ja, ja. Und vor allem die Kämpfe sind für mich ein absolutes Over the Top. Total blödsinnig, schwierig gemacht, also nicht zugänglich, sondern immer so, hä, wie war das jetzt? Muss ich das oben hinpacken oder nicht? Zu wenig Beispiele, zu kompliziert für das, was es tut. An sich fand ich es gut. Ich hätte dann gern auch nochmal mit einer Erweiterung gespielt, aber wir verabschieden uns von der Last Aurora und wollen sie nicht, ja, treffen. Wirklich schlecht und nicht zu empfehlen, leider. Also beide Daumen runter mal für ein Spiel, wo ich einfach mich geärgert habe, dass wir es bei der Bibliothek auch gespielt haben und es gezeigt haben, weil es einfach mal echt super kompliziert ist und nicht gut. Gerade wieder die Regeln, ne? Also ich habe ja schon mal gesagt, wenn die Regeln so richtig schlecht sind, dann macht es einfach ein Spiel auch kaputt und das schafft hier Last Aurora. Es macht ja die Zeit, die man sich damit vergnügt, die Regeln hier durchzuwälzen, kann man gerne in ein anderes Spiel investieren. Wir haben mal wieder Hidden Games Spiel gespielt. Ja, was soll ich sagen? Hidden Games ist so ein. Es ist noch das Beste von allen. Diese ganzen Escape Games und bla haben wir ständig ausprobiert und die sind einfach nicht meins. Die gefallen mir nicht, die machen mir keinen Spaß. Eine Stunde, 90 Minuten sitzt man rum und denkt sich irgendwann so, können wir irgendwas Interessantes machen? Hier geht es immer noch, ja, bei Hidden Games, die machen immer noch so einen Tatort, wo man auch weiterkommt, wo man auch gewinnen kann. Trotzdem, in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich eigentlich so, ja, okay, wir haben es geschafft, wir können jetzt den Fall lösen. Und nur durch eine kleine Frage, so, kann das möglich oder ist es das überhaupt, haben wir dann nochmal kurzzeitig ermittelt und hätten sonst den Fall nicht gelöst. Und das war cool, das hat mir richtig gut gefallen. Grundprinzip ist immer das gleiche, man hat eigentlich, ja, hat man, ja, das da drin. Und ich weiß nicht, warum man es gemacht hat, dass man jetzt nochmal Pappe da rumschnallt, weil es ist halt ein Einwegspiel. Ich fand es super, dass es als Briefkuvert kam. Da macht man das Ding auf, dann schüttet man alles raus und dann geht das Spiel los. Man hat meistens einen großen Plan, wo die ganzen Leute drin stehen und dann spielt man. Warum man das gemacht hat, ich denke mal, verkaufszweckmäßig bietet sich das an. Die kann man nicht so gut hinstellen, die kann man nur hinlegen, nehmen nicht so viel Platz weg. Verstehe ich nicht, warum man das jetzt machen musste. Ja. Dann hat man das alles noch ein bisschen appbasiert, also mit dem Handy. Man kann dort Anrufe tätigen, man kann SMS schreiben, man kann sich Videos anschauen. Das ist alles mit dabei. Und das ist aber manchmal richtig gut gemacht, manchmal so, aber ich fand das cool. Ja. Haben sie gut hingekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich es nicht spielen. Ich mache das, weil meine Freundin einen Geburtstag hat und die da dürfen sich dann immer aussuchen, was sie spielen. Und sie suchen sich dann immer diese Spiele aus. Ja, da mein Kumpel und ich am gleichen Tag Geburtstag haben, ja. Ja. Ist das ein bisschen unfair? Ist es. Steampunk Rally Fusion. Schmeiß ich raus. Ey, es ist wieder so. Es ist wie bei Last Aurora. Wir hatten das schon mal gespielt vor einem Jahr. Ich fand es okay. Meine Freundin fand es richtig gut. Ich sag mal, tja, wo ist es jetzt? Tja, keine Ahnung. Ach ja, hier. Da ist Hospital Style. Warum? Ganz einfach, weil die Würfel, die wir raufpacken, können wir manipulieren und dadurch was triggern. Und das finde ich halt richtig gut. Hier haben wir das ähnlich, wir haben aber nur Karten, die wir dazu bekommen. Das ist durch ein, ja, ich weiß gar nicht mehr wie, ist egal. Wir kriegen auf jeden Fall Karten auf die Hand, die können wir dann spielen oder wir nutzen sie, um Ressourcen zu bekommen. Die Ressourcen sind Würfel, was natürlich auch super ist. Die Würfel sind auch wirklich schick bei dem Spiel und dann können wir halt die Karten auch anbauen an unser Vehikel. Es ist ein Rennspiel, was in meinen Augen einfach kein Rennspiel ist, sondern es ist halt ein langsames Schneckenspiel. Und das finde ich vollkommen bescheuert.
Weil für mich ist es werden hier die größten Erfinder aller Zeiten von überall hergeholt durch eine Zeitmaschine. Wir sind also ein Erfinder der Oberklasse. Und jetzt basteln wir uns ein Vehikel aus allem möglichen Kram, aber wir kommen nicht von der Stelle. Oder wir wollen gar nicht von der Stelle kommen, weil wir dann Schaden bekommen. Und bekommen wir Schaden, dann müssen wir Sachen von unserem gebauten Vehikel abschmeißen. Aber eigentlich brauchen wir die ja, um schneller zu werden. Und ich finde es so unglaublich dumm. Das macht gar keinen Sinn. Ich hätte es viel besser gefunden, wenn wir hier irgendwie 3 Runden rumfahren müssen, weil dann fühlt sich das auch an wie ein Rennspiel. Und wir haben gleich, weiß ich nicht, 4 oder 5 Dinger, um loszufahren und verschiedene Ebenen hoch, runter und so. Das hätte ich cool gefunden. Ich finde, der Plan ist viel zu lang. Es dauert ewig, bis wir in die Gänge kommen. Und wenn wir in die Gänge kommen, dann hat man manch, also am Ende des Spiels habe ich auch das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt auch nichts mehr machen, weil guck dir die anderen an, die spielen jetzt und ich kann dagegen sowieso nichts machen. Ja, gut, man kann mal eine Kanone schießen, aber es ist auch selten. Und dann sind die halt durchgeruscht und ich dachte mir so, herzlichen Glückwunsch, ey. Ihr drei habt es geschafft, ihr seid durch und ich hänge hinten, weil ich einfach keine Fahrzeugteile bekommen habe, um mal loszustarten. Und ich fand es dann einfach richtig, richtig schlecht. Und es liegt nicht daran, dass ich verloren habe, es liegt einfach wirklich daran, dass mich. Ich habe da gar kein Rennfeeling. Klar, die Würfel zu benutzen macht echt Laune und es ist spaßig, was zündet wann. Aber ich muss auch sagen, wenn wir nicht aufeinander aufpassen, dann kann jeder eigentlich machen, was er will. Und das ist so. Raus damit. Ein Spiel von der Spielemesse Essen. Planet B. Muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich fand's echt schön mit dem Koffer auch so. Man hat einen Spielplan, man hat die Koffer, man macht mit diesen Aktionen und ich fand's richtig schön. Ich kann euch nicht mehr so in Erinnerung sagen, was mir daran so wirklich gut gefallen hat, aber das Feeling auf dem Tisch war irgendwie so, Man muss dazu sagen, das Ding ist ein 75-Euro-Spiel. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber es war auf der Spielemesse Essen so teuer. Und das große Manko, was viele gesagt haben, ist das Geld. Ja, also man hat wirklich Geldscheine und die soll man dann angeblich, so steht es in den Regeln, auch in die Hosentasche stecken, das Geld. Na, ey, ganz ehrlich. Tut mir leid, wer das macht, der ist doch, der mag keine Spiele. Ich würde nie Geld, was kaputt gehen kann, in die Hosentasche stecken. Da ist doch was falsch. Und ja, dann ist das Spielgeld, was man da hat, auch schnell hinüber und kaputt. Es macht also gar keinen Sinn. Darauf haben wir uns alle geeinigt. Also haben wir das Geld einfach weggepackt, sodass man das halt nicht wirklich sieht. Und dann ist auch gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das richtig gut, aber 75 Euro sind halt auch eine Hausnummer für ein Spiel. Ja. Aber trotzdem, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es muss wieder auf den Tisch kommen, ist meine Meinung. Ja. Machina Arcana, ich habe mich mega drauf gefreut. Ich habe so gehofft, auch ein Spielemesse-Essen-Ding haben wir dort gekauft, weil wir gedacht haben, so, ey, das ist so cool, das ist so wahrscheinlich so ein Cthulhu Death May Die Ding, weil es ist auf dem Mythos Cthulhu angelegt, ja, und dann spielen wir halt auch Charaktere, es ist kooperativ und es hört sich an, ja, als wäre es Cthulhu Death May Die. Regeln richtig fett, also da gibt es eine Schnellübersicht, es gibt eine Regel, komplett Booklet, wo man wirklich sagt, okay, da muss man noch alles abarbeiten. Und dann haben wir es gespielt, weil es halt auch wirklich, das ist ein fetter Brummer. Guckt euch das mal an. Mega, mega dick und viel Material. Zusätzlich muss man sagen, es sind keine Miniaturen drin. Ja, jetzt nicht gleich abschalten. Standees, also ich habe gehört, ganz viele finden Standees cool. Kann man da reinschmeißen, muss man nicht anmalen. Super cool. Tja, ich muss ganz ehrlich sagen, was braucht man dieses Spiel? Es macht für mich in meinen Augen keinen Spaß. Ja? Und es ist halt auch so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, aber da kommt nicht der Flow auf. Ich weiß überhaupt gar nicht, warum wir das. Ich weiß, warum wir das haben. Guckt euch die Packung an, guckt euch die
Verpackung an. Sieht das nicht genial aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich würde es mir gerne in den Schrank stellen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, keiner, also ich will es nicht mehr mit jemandem spielen, weil es einfach nicht gut ist. So, es macht halt, es ist langweilig und es ist ein Abspielen. Man hat viele Möglichkeiten, ja, man kann ja auch Fallen machen und so weiter, wo ich dachte so, wow, innovativ, wir können Fallen machen, wir können Geheimtüren öffnen, aber es ist halt richtig öde. Also, ey, total komisch, ne? Da freut man sich auf so ein Spiel und dann hat man es auch gelesen und dann denkt man so, oh ey, diesen Sonntag spielen wir, ja, Maschine Arcana. Haben ganz viele gesagt, wie cool. Und ich denke mir so, hä, das ist leider gar nicht so gut. Warum sagt ihr das? Also, meines Erachtens kein gutes Spiel. Da gibt es viel bessere leider. Ja, und Cthulhu Les Medai ist halt ein schönes Spiel, haben wir gerade erst gespielt. Weil man hat halt die Regeln, man hat eine Kurzanleitung, man geht diese Kurzanleitung ab. Es ist spannend bis zum Schluss, ob man es schafft oder nicht. Und hier fand ich, war von Anfang an so ein bisschen so der Wurm drin. Es kam kein Flow auf und alle fanden es irgendwie am Ende so, ja, ganz nett, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja die besten Spiele haben und das ist halt leider kein bestes Spiel. Power Plants! Der magische Garten. Ganzes Gegenteil von eben. Super dünnes Material. Super dünne Packung. Ich hatte darauf einfach Bock. Ja, ich habe gesagt, so, hey, da habe ich Lust drauf. Und dann packen wir es aus. Regeln sind relativ schnell erklärt. Es ist eigentlich auch so, dass wir einfach nur unsere Marker hinpacken. Und jetzt müssen wir aber gucken, dass wir die richtige... Ein Augenblick. Dass wir die richtige Konstellation hinbekommen. Und das ist aber gar nicht so einfach, weil alle anderen auch gegeneinander spielen. Also es ist gar nicht so, ich platziere irgendwie meine Sachen und dann kriege ich Siegpunkte. Nein, ich platziere, der andere platziert und nimmt mir sozusagen meine Siegchancen gerade wieder weg. Dann bin ich wieder dran und denke mir so, oh, da baue ich lang, dann mache ich das und das. Das Ganze auf einem ganz kleinen Tableau eigentlich. Also es ist gar nicht so ein Riesending, sondern es ist wirklich so mini. Und alle waren so am Ende so, ey, das ist so kompliziert, hier Siegpunkte zu generieren, einfach aus der Prämisse, weil... Es ist halt wirklich ein Gegeneinander-Spielen. Es ist nicht einfach so spielen und dann ist gut, wie viele Spiele das machen, sondern es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer kann am besten gerade werten und die höheren Pflanzen nutzen oder seine Meeple gut einsetzen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich schon wieder so begeistert, weil das ist genau sowas, was ich mag. Was aber nicht alle spielen können, weil sie nämlich dann irgendwann gefrustet sind, dass der andere ständig einem da in die Suppe spuckt. Dafür muss man dann einfach sagen, dann ist es nicht das richtige Spiel, wenn ihr sagt, so, das geht überhaupt nicht, das mag ich nicht. Wenn der andere, wie bei Zug um Zug, dann halt meine ganzen Sachen hier fertig macht und ich kann da gar nichts gegen tun. Also das ist bei Power Plants extremst, finde ich, dass man einfach irgendwie was aufbauen will und man ständig irgendwie von allen Seiten behagt wird. Finde ich aber thematisch auch richtig gut, weil es geht um Pflanzen und denen ist es eigentlich egal, ob die andere Pflanze dann stirbt oder nicht, außer die hätte was davon, ja, aus Nährstoffsicht. Hat sie nicht? Also weg damit. Ich breite mich aus, ich will leben und wachsen und gedeihen und da ist mir doch egal, was die anderen machen. Und das kriegen die hier bei dem Spiel echt richtig gut hin. Ja. Power Plants fand ich echt krass. Star Wars The Deckbuilder. Ey, es ist wieder mal so ein Spiel, wo ich richtig Bock habe, schon wieder zu spielen. Könnte ich jetzt nach dem Video das Video gar nicht schneiden, sondern Star Wars spielen. Wir haben es zweimal schon gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, es lohnt sich wirklich, denn wir haben hier wirklich die Möglichkeit, ein Deckbuilding zu betreiben. Cool ist die Auslage, ja, cool, weil wir decken auf von einem Stapel. Das bedeutet, wir haben das Imperium, wir haben die Rebellen und wir haben Neutrale auch noch. Das bedeutet, wir legen die Karten entsprechend unserer Fraktion dann zu uns.
Und auf der gegenüberliegenden Seite steht immer, was der Gegner machen kann, um eine Belohnung zu erhalten und diese Karte rauszuschmeißen. Bevor ich sie also kaufen kann, kann der andere darauf schießen, die rausnehmen und bekommt dafür auch nochmal was, um neue Karten einzukaufen zum Beispiel. Und man denkt sich so, lässt du bitte Prinzessin Leia da liegen? Die will ich gerade kaufen. Und so ist es halt, dass man dadurch was einkaufen kann. Wie bei jedem Deckbilder kann ich nicht immer unendlich einkaufen, sondern ich muss halt gucken, was mache ich gerade. Und das Wichtige ist, ich habe halt meine Planeten. Ich habe in verschiedenen Varianten nur 3 Planeten, 4 Planeten, kann 2 gegen 2 wohl angeblich spielen. Davon habe ich gar keine Regeln gefunden. Auch ganz merkwürdig. Wenn ihr die Regeln 2 gegen 2 irgendwo gefunden habt, sagt mir mal bitte Bescheid. Ich habe sie bei Asmodee nicht gefunden. War doch bei Asmodee oder Fantasy Flight? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, man muss so die Großkampfschiffe kaputt schießen, um dann erst diesen Planeten zu zerstören. Und dann darf man halt einen neuen Planeten auswählen, der wieder eine Funktion hat, der aber wirklich so eigentlich links liegen bleibt. Und jetzt muss ich natürlich meine Karten gut organisieren, die aufdecken und versuchen halt auch was zu beballern, zu kaputt zu schießen, aber auch Ressourcen zu sammeln, um wieder stärker zu werden. Und man hat zusätzlich noch eine Machtleiste und da geht halt immer ein Stein zur Macht und damit kann man dann wieder was machen. Also ich finde, es ist ein schönes, gelungenes Zwei-Personen-Spiel, was man einfach auch in einer Dreiviertelstunde spielen kann, abhängig davon, was man vorher sich geeinigt hat. Ob man nur 2 Planeten hat oder 4 Planeten, verlängert sich auch die Spieldauer. Und das finde ich auch ziemlich gut. Es sind keine neuen Räder wurden da erfunden, außer mit der entsprechenden Mitte, wo man wirklich dann auch sehen kann, so, ah, das sind die Texte, mega gut. Die Texte für mich, damit ich sie besser lesen kann. Und die Texte für meinen Gegner, damit er sie besser lesen kann. Hat man das ein paar Mal gespielt, weiß man auch das, wie es funktioniert. Also beide Daumen hoch für Star Wars Deckbuilding, obwohl ich gesehen hatte, jetzt war das über 40 Euro. Warum? Wir haben nicht so viel bezahlt. Gardeners! Ja, was soll ich sagen? Sehr kompliziertes Spiel. Wenn man die Regeln erklärt, denken alle so, hä? Denn wir dürfen hier nicht miteinander reden. Wir spielen gleichzeitig und versuchen, weil einer eine Karte bekommen hat, wo drauf steht, wie wir das alles platzieren müssen, versuchen wir das jetzt zu platzieren. Gleichzeitig. Ja, bedeutet, ich ziehe eine Karte, da steht zum Beispiel drauf, die großen lilanen Pflanzen müssen alle außen liegen. Dann fange ich an, ein Plättchen zu nehmen und das jemandem hinzupacken. Dann sieht man schon, nehme ich das nächste, platziere das wieder irgendwo. Ich kann es mir selber nicht nehmen, ich muss es immer jemand anderen geben und kriege natürlich von den anderen auch Plättchen, wo ich mir denke, so, bist du bescheuert? Das habe ich gar nicht gemeint. Und so spielt sich das die ganze Zeit und man denkt sich so, was wird das hier gerade? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Es ist so ein bisschen komisch, das Spiel, weil manche dann einfach irgendwas machen, wo man sagt so, ey, du verstehst mich nicht, was soll ich dir jetzt sagen, was soll ich denn jetzt machen? Außer das Plättchen jemand anderen zu geben, der es vielleicht, ja, dann versteht in der Runde, habe ich jetzt nicht so, ja, ist jetzt nicht das krasseste gute Spiel, oder? Aber oder doch? Ich weiß es nicht. Kompliziert. Na, schwierig. Redlands! Ich habe mich so drauf gefreut. Das kam hier an. Ich habe so gehofft. Das ist so ein Megaspiel. So, ich muss ganz ehrlich zur Verpackung erstmal was sagen. Ja, Verpackung ist mit Magnet. Die Karten sind so schön. Tolles Artwork. Sie haben eine mega gute Qualität. Sie haben sogar das Regelheft hier drin. Und was sie noch haben, sie haben echt schöne, ja. Das war's. Es ist nicht gut. Warum? Ganz einfach, Übersetzungsfehler, habe ich den Eindruck, sind hier drin. Ich habe dann manchmal gar nicht verstanden, was diese Karte macht. An sich ist es cool. Wir haben hier ein Raster, wo wir unsere Punks reinpacken und wo wir auch die Leute reinpacken.
und rechts haben wir dann auch Möglichkeiten, die zu nutzen mit Wasser. Die Wasserration nutzen wir für alle möglichen Fähigkeiten, bekommen die auch am Ende oder am Anfang der nächsten Runde wieder und dann spielen wir Karten aus. Aber ganz ehrlich, ich war so frustriert, so wütend darüber, wie dumm dieses Spiel daherkommt. Dabei haben sie sich doch so viel Mühe gegeben. So ein schönes Artwork, tolles Material. Ich bin so wütend darüber, dass es nicht gut ist, weil ich das jetzt einfach weghaue und ich denke mir so, warum, Mann? Ihr habt euch doch voll viele Gedanken gemacht, aber warum funktioniert es nicht so gut? Weil ich habe dann einfach, also man hat unten das Raster von drei Sachen und die unterscheiden sich extrem. Also am Anfang soll man die und die nehmen, das haben wir auch gemacht, dann liegen die da und wie eine Kanone oder ein Wasservorrat, so ein Wasserspeicher und so weiter und so weiter, die kann man nutzen. Und wenn ich keine Verteidigung in mein Raster lege, dann kann mein Gegner immer angreifen. Der kann aber auch ein Pickup nehmen, da fährt das Pickup an der Seite vorbei und macht irgendwas kaputt von mir. Es ist nicht gleich kaputt, aber es geht in die Seitenstellung, kommt dann nochmal durch, ist es zerstört. Man hat auch so eine Art Leiste an der Seite, so eine Zeitleiste. Wenn ich also eine Karte spiele wie eine Bombe, die in drei Zeitraffern explodiert, dann würde die weiter wandern, nächste Runde und manchmal habe ich auch die Möglichkeit, die zu schneller zu machen. Alles coole Mechanismen, die aber im Spiel dann gar nicht so gut funktionieren, vor allem wegen der Symbolik auch, weil die Symbolik sagt, beschädigen ist beschädigen wie beschädigen, nur ich denke mir so, warum, Mann? Warum? Das hätte man doch viel einfacher, cooler machen können. Jedes Mal, wenn ich Schaden mache, dreh einmal die Karte zur Seite. Beim nächsten Mal Schaden, fliegt sie raus. Herzlichen Glückwunsch! Man muss nicht immer versuchen, noch mehr irgendwie raufzumachen, um es komplizierter zu machen, sondern es muss ja auch ein Spiel sein, wo die Leute einfach wirklich dann ihre Taktik ausspielen und nicht 50 Mal auf diese Karte gucken, welche Symbolik war das jetzt nochmal? Da denke ich mir so, und die ähneln sich ja auch total. Also nicht von der Symbolik, sondern von der Erklärung. Und ich denke mir so, ja, total schade. Ich hätte mich so gefreut, dass es noch krasser ist als Star Wars Deckbilder. Und man denkt sich so, wow, jetzt können wir hier so ein richtig cooles Spiel spielen. Kann ich mit auf Arbeit nehmen? Kann ich da vielleicht mal nach Pause spielen, was so cool ist? Mad Max Style. Ja, Mad Max Style für ein Po. Gutenberg. Haben wir gespielt. Fand ich gut. Hat mir Spaß gemacht. Hat schönes Material. Am Anfang war das sehr lustig, weil man in sein eigenes Board, wo Zahnräder reinkommen, ja, da muss man graue Miepel reinhämmern. Und ich habe die wirklich reingehämmert. Nehmt euch einen Hammer dafür. Das bedeutet, ich habe die wirklich hingepackt und dann mit einem Hammer raufgehauen, damit die da drin bleiben. Dann bleiben die auch für immer drin. Man holt sich nur die entsprechenden Zahnräder und legt diese rein. Wenn man dann da dreht, genau, drehen sich alle anderen auch. Die Mechanik finde ich gut. Ich fand es nur schade. Das ist meine persönliche Meinung, dass am Anfang nicht schon drei Zahnräder drin sind. Zum Beispiel Startzahnräder, die man austauschen kann. Das hätte ich richtig gut gefunden. Denn so sieht das Board am Anfang echt lame aus, weil da gar nichts drauf ist. Es ist kein einziges Zahnrad drauf irgendwie. Und dann fängt man erstmal an zu spielen und nach zum Ende hin hat man dann seine Zahnräder. Aber die Optik am Anfang fand ich dadurch ein bisschen, Man hätte ja auch, sag ich mal, einfach nur silberne Zahnräder mit einer Funktion machen können. Und wenn man die da hinschiebt, dann zündet es. Hätte man ja auch machen können, aber egal. Das ist Heulen auf hohem Niveau, weil an sich ist es ein schönes Spiel. Denn es macht alles richtig. Es ist thematisch, finde ich, ja persönlich. Denn wir müssen hier einfach Buchstaben sammeln und die dann halt auch abgleichen mit entsprechender Tinte. Und dadurch bekommen wir dann aber auch wieder Siegpunkte. Wir können aber auch die Gunst irgendwann bekommen von jemandem. Und was ich richtig gut finde an dem Spiel, es ist von oben nach unten wird es durchgespielt. Es bedeutet, man fängt wirklich oben an. Das und das machen wir, zack, zack. Okay, Schritt 2. Auf dem kompletten Plan ist es wirklich Step by Step, bis man unten ankommt. Und dann
wird einfach nochmal gerefreshed und man macht eine neue Runde. Und so stelle ich mir auch ein gutes Spiel vor. Ich brauchte keine Übersicht über die Dinge, die da kommen, und ich brauchte auch keine Zugübersicht oder sowas, sondern ich wusste, aha, zack, 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 fertig. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben es dann in der Bibliothek angeboten, weil das gewünscht war, und da haben wir das dann halt aufgebaut. Meine Freundin hat das erklärt, und es war halt wirklich krass, weil sie eine Dreiviertelstunde erklären musste und die erste Runde auch mitmachen musste, weil die das nicht so ganz geschnallt haben, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ich fand es eigentlich gar nicht so schwer und ich fand, das kann man nochmal spielen. Das hat echt Potenzial, um ein schönes Spiel zu sein. Ja. Frostpunk! Ja, alle reden davon. Frostpunk, das Brettspiel, ein Expertenspiel. Ich bin so mega enttäuscht. Ich fand's, wir haben es nicht mal zu Ende gespielt. Wir haben das erste Spiel aufgebaut, wir haben 4 Stunden gespielt. Ich dachte mir einfach nur, was ist das? Warum? Wir haben sogar die Erweiterung mit den Figuren. Dann habe ich es aufgebaut und dachte ich mir, dann packst du die Figuren darauf. Wozu? Es macht gar keinen Sinn. Denn ich muss die Plättchen sehen, ich muss sehen, was da drauf steht. Ich kann die nicht auswendig. Und dann packe ich diese Häuser darauf und die blockieren alles. Die sind nicht kleiner gemacht, damit man die Schrift sieht. Nichts. Es ist so unglaublich. Ja, ich will es gar nicht niedermachen. Jeder, der Bock darauf hat, soll sich es kaufen. Jeder, der es mir abkaufen will, kann es auch machen. Weil ich finde es schlecht. Leider. Ich finde es auch schade, weil es ist halt ein teures Spiel. Da sind so viele Ideen rein. An sich ja auch cool, weil man hat diese schwarzen Steine. Die schmeißt man oben in den Turm rein. Dann purzeln die runter. Manche bleiben hängen, manche nicht. Ich fand am Anfang war das total unsinnig, weil da ist nie was hängen geblieben. Und erst später hat man dann die Möglichkeit, da noch ein bisschen was zu verstärken, dass da ein bisschen was hängen bleibt oder was wirklich hängen bleibt. Und ich fand die Idee an sich eigentlich ganz cool. Dann haben sie aber auch geschrieben, man kann den Turm aus der Mitte halt entfernen, damit man bessere Sicht hat. Ey Leute, darum, also dann ist es doch schon mal doof. Dann hätte ich mir doch vielleicht einen durchsichtigen Turm machen müssen oder so, damit ich durchgucken kann auf die andere Seite. Nein, ich mache einen grauen Turm und sage, ja, wenn ihr das besser findet, dann stellt den Turm weg. Wie sieht denn das aus? Und das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Das ist aber das kleinste Übel. An sich war das einfach so ein Spiel mit Entscheidungen. Ja, wurde ja groß angepriesen. Hier ganz krass wie bei wie heißt es? Oh, wo ist es? Ihr wisst, was ich meine? Oh. Tja, keine Ahnung. Ich dachte, das steht da. Ist doch auch von den Machern, auch von einem Computerspiel hier. Egal, im Krieg. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall krasse Entscheidung. So, wir haben krasse Entscheidung, wir machen Kinderarbeit. Ja, Kinderarbeit finde ich super, weil dafür kriege ich das und das. Ja, dann, also ich habe nicht das Empfinden gehabt, dass wir bestraft werden, weil irgendwas ist, außer die Moral geht eins runter. Ja gut, ist mir egal. Geht die Moral halt runter. Wir haben sowieso recht gut gezogen. Wir sind eigentlich ein ganz toller Ort. Alle sind zufrieden. Also können wir Kinderarbeit machen und das ist okay. Weil es geht nur ein Stück nach unten und alle anderen sind dann zufrieden. Sind halt ein paar Bewohner halt nicht zufrieden. Hey, egal. Ey, ganz ehrlich, ich fand's nicht gut. Ich fand's wirklich so richtig schade, weil ich mich darauf gefreut habe. Dann haben wir wirklich viele Stunden daran gesessen zu zweit und haben gespielt. Und dann war das halt wirklich so, dass wir den nächsten Tag überlegt haben, spielen wir das jetzt weiter? Und meine Freundin, ja, wir können es gern weiterspielen. Ich so, ey, du hast keinen Bock, ich habe keinen Bock. Ich packe es ein, Mann. Es macht gar keinen Sinn. Es macht doch gar keinen Sinn, so ein episches, fettes Spiel auf dem Tisch zu haben, daran 2-3 Tage zu spielen, dann denkt man sich am Ende des Tages, ja, wir haben gewonnen, huhu, yeah. Überhaupt gar kein Erfolgserlebnis, aber auch keine Trauer, weil das Spiel nicht gespielt wurde. Ey, so schade. Wirklich.
Da spiele ich tausendmal lieber Nemesis, als mir das hier anzutun. Obwohl ich das Thema cool finde. Obwohl ich auch so eine Entscheidungsspiele cool finde, weil man wirklich abwägen muss, wollen wir das machen oder ja, lieber nicht, weil das ist so. Und hier dachte ich mir einfach, ja, ist mir egal, Kinderarbeit. ja. Lassen wir die überzähligen Männer verbrennen. Ha, ist mir egal. Hä? Schade. Wirklich schade. Wir haben Five gespielt. Ein Familienspiel. Ja, es ist ein Familienspiel, aber mit einem hohen Niveau. Also mal ganz ehrlich, ich finde es immer so, es sind einfache Regeln und trotzdem ist es so kompliziert, nachher Punkte zu machen. Liegt einfach daran, dass wir immer, wenn wir einen Stein in unser Raster legen, dann können wir, also da müssen wir sogar eins einer Wertungstafel anlegen, entweder da lang oder da lang. Das Coole ist, man hat auch hier eine Wertung und da eine Wertung. Und jetzt muss man wirklich überlegen. Ich hatte beim ersten Mal wirklich das Problem, dass ich die Zahlen von 5, 4, 3, 2, 1 da lang gelegt habe. Und dann überlegt, ey, das ist doch eigentlich total cool, wenn die sich treffen. Und dann mache ich einfach 1, 2, 3, 4, 5 auf der anderen Seite. Und irgendwie habe ich es falsch gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich kann eins von den beiden gar nicht mehr schaffen, weil es nicht geht. Es ist so gut. Und dann haben wir gedacht, so, ja, dann spielen wir es mit unseren Freunden so als Absacker, weil dauert so 45 Minuten. Und unsere Freunde haben auch gedacht, so, ey, das geht gar nicht. Das nervt ja richtig. Ich kann das überhaupt nicht, gar nicht fertig machen und so. Denn die Steine, die wir haben, sind einmal ein Hintergrund, also eine Farbe. Dann haben wir ja, ein Symbol drauf und eine Zahl. Diese drei Kriterien. Und natürlich geht es nach den Siegpunkten sozusagen darum, nach den Symbolen die anzuordnen oder nach den Zahlen, wie ich schon gesagt, 5, 4, 3, 2, 1 oder nach den Farben. So, oder bitte alles unterschiedlich zu haben, dann bekommt man 18 Punkte. Das bedeutet, man muss die unterschiedlichen Farben haben, die unterschiedlichen Symboliken und die unterschiedlichen Zahlen. Nichts darf doppelt sein, damit man das hinbekommt. Aber zusätzlich hat man ja noch andere Sachen, die da reingrätschen. Und dann denkt man sich so, oh, zieht man eine Muschel aus dem Beutel? Beutel finde ich sowieso cool. Man zieht aus dem Beutel und dann zieht man aus dem Beutel eine Muschel. Dann darf man eine seiner Muscheln benutzen, egal welche, die aber am Ende Siegpunkte generieren. Das bedeutet, wenn ich was nutze, drehe ich die um und ich bekomme keine Siegpunkte. Also ein wirklich easy peasy Ding, aber das Spielerische, um das wirklich umzusetzen und gut hier zu spielen, ist in meinen Augen eigentlich auch kein Familienspiel, weil man einfach so ein Brainburner hat bei so einem kleinen Spiel, wo man echt denkt so, Alter, braucht man das? Ist die Frage, weil man hier nicht gegeneinander spielt. Man spielt halt für sich alleine. Das ist das einzig große Manko an Five, denn hier spielt man mit seinen Sinnen, mit seinen fünf Sinnen ganz alleine für sich, ohne die anderen. Wir haben Team 3 gespielt. Team 3 ist wirklich eine sehr coole Sache. Hatte ich irgendwann mal gesehen und dachte mir so, ja, für die Bibliothek kann ich es jetzt kaufen. Warum nicht? Ich muss es nicht selber haben für die Bibliothek, ja. Man packt die Packung auf, man guckt rein und es sind halt Plastikbausätze im Tetris-Style. Dazu noch ein paar Karten und das ganze Spiel ist durch. Finde ich immer schon wieder so ein kreativer Ansatz, weil das ist ja echt schnell gemacht. Was müssen wir machen? Ganz einfach. Es ist Team 3, heißt drei Leute spielen. Man kann es auch zu viert spielen, aber da muss immer einer eine Pause machen. Zu dritt ist ideal oder zu sechs, weil dann kann man Team gegen Team spielen. Sind wir zu dritt, spielen wir das so, dass einer nichts sieht, einer nichts hört und einer nichts sagen kann. Verstanden? Ganz einfach. Ich kann nichts sehen, also muss ich bauen. Der sehen kann, ja, der darf aber nichts sagen. Der darf nur mit. Und der was sagen kann, meinst du schwarz? Meinst du rechts oder links? Rechts. Und dann muss er sozusagen dem anderen sagen,
Der darf es nicht benutzen, sondern er muss es dann dem anderen sagen. Du, schwarz. Nee, nimm mal rechts und es muss rechts angebaut werden. Liegend. Und so kommuniziert man zu dritt und es ist so cool. Es macht wirklich Spaß. Das Krasse daran ist, es geht eigentlich um Zeit. Und ich weiß nicht, wie man das machen soll. Es gibt wirklich Levelkarten, 1, 2, 3. Und umso schwerer das wird, umso komplizierter wird das ganze Gebilde. Man muss es aufbauen und oh, aber sehr cool, macht Spaß und ist echt eine schöne kleine Erfrischung mal im Brettspielgeschäft, finde ich. So, wenn man was spielt, dass man dann auf einmal sagt, so, ey, das ist so lustig. Lass uns ein, zwei Partien spielen, reicht auch. Deswegen ist es wie eine Bibliothek gut. Man kann es da ausleihen, man kann es spielen. Und dann kann man es wieder zurückbringen. Man muss es nicht unbedingt selber haben, aber es ist schön. Last Message haben wir auch bei dem Spieleabend, bei dem Brettspielabend in der Bibliothek gespielt. Und das ist halt wirklich ein schönes Spiel, weil man hier ein Wimmelbild wieder hat. Ja, ich habe ja immer gesagt, so Wimmelbilder sind eigentlich das, was man mal nutzen sollte. Was hat man in der Kita ja immer, Wimmelbilder. Und da hat sich wieder mal jemand Gedanken gemacht, ey, lass mal Wimmelbild nutzen für solche Aktionen. Ups. Gut aufgepasst. Und das Wimmelbild ist halt so, wir haben das Opfer und wir haben den Täter und die anderen müssen ermitteln sozusagen. Die versuchen halt den Täter zu überführen. Wenn ich der Täter bin, auf der einen Seite haben wir so einen Sichtschirm, ich bin der Täter, dann überlege ich mir auf dem kleinen Wimmelbild, wo ich irgendwo den Täter, also wo ich bin. So, lege ich halt drauf mit einer kleinen Plastiklupe und jetzt ist der andere dran und muss gucken, was ist es, hat nur 30 Sekunden Zeit oder so und muss jetzt schreiben oder malen auf den Feldern. Das ist ein Raster, da kann er überall rübermalen, ist völlig egal. Nach Ende der Zeit muss er das abgeben an den Täter und der darf 5 Felder wegwischen. Dann gibt er das rüber und die anderen gucken auf dieses Ding und denken sich so, was soll das sein? Keine Ahnung, was meint er? Ich meine, bei 30 Sekunden hat man auch nicht wirklich Zeit, ordentlich zu malen, muss man auch dazu sagen. Aber es fehlen ja auch 5 wichtige Bilder. Und jetzt überlegen die und muss sagen so, der, oder sagst du, nein. In der nächsten Runde macht man das mit 4 Abwischen, in der nächsten Runde mit 3 Abwischen und in der letzten mit 2 Abwischen. Dafür hat man entsprechende Boards. Das bedeutet, man kann jede Runde ein zusätzliches Board bekommen und am Ende muss man den Täter herausfinden. Wir haben es geschafft, auch nach der zweiten Runde schon den Täter zu entdecken. Wir haben es aber auch geschafft, dass man gar nicht entdecken kann. Es ist sehr lustig, sehr kurzweilig, macht unglaublich viel Spaß. Haben wir in der Bibliothek einfach zum Ausleihen, zum Spielen und wieder zurückbringen, weil es ist was, was man nicht unbedingt haben muss, aber es ist sehr kreativ und sehr gut gemacht. Zu Cryptid kann ich nur sagen, ich weiß nicht, warum es gehypt ist. Ich weiß nicht, warum es auf der Empfehlungsliste Kritikerpreis oder sonst was war. Alle, die es gespielt haben, fanden es ganz nett. Ich fand einfach diese Idee, diese Mechanik cool. Ja? Also wir haben keinen Spieler, der das Monster übernimmt, sondern alle spielen mit. Die Regeln sind super kurz geschrieben und alle kriegen einen Hinweis. Und abhängig von der Spieleranzahl muss man halt so einen Hinweis lesen. Ah, es ist nicht neben einem Bärenpark. Okay, super. Und so hat jeder Hinweise. Und immer, wenn wir dran sind, werden wir sozusagen von irgendjemand gefragt, ist es hier? Und dann sagen wir entweder ja mit einem Chip oder nein mit einem Chip. Liegen da entsprechend Ohrturm mit ja, dann ist es dort. Und ich dachte mir so, hä? Das fand ich richtig cool, weil es einfach, ich weiß nicht, wie das so ohne weiteres gut funktioniert, weil es ist ja auch spielerabhängig und dadurch ändern sich dann die Hinweise und das finde ich echt cool. Da hat sich jemand wirklich mega gute Gedanken gemacht, aber das Spiel an sich ist schnell gespielt, in 10 Minuten ist man durch, spielt man vielleicht noch eine zweite Runde und dann sagt man, ja gut, das war's. Also das ist wieder ein Spiel, was für mich einfach überhaupt gar keinen Preis zu gewinnen hat, außer die Idee an sich finde ich gut. Mehr aber auch nicht. Wir haben es gleich wieder weggestellt, weil wer braucht das? Keiner. Zu Parks kann ich immer nur wieder sagen, Parks gefällt mir richtig gut und ich muss auch da wieder sagen, ich habe es erklärt und es macht auch Spaß zuzusehen, wie die Leute erst dieses Plättchen legen, sehen und dann halt ihren Worker platzieren und eigentlich gar nicht so richtig wissen, was mache ich.
Es ist ein Ressourcensammelspiel, weil habe ich die Ressourcen, kann ich dann halt entsprechend im Park meine Fotos machen und die besten Fotos gewinnen sozusagen. Und dafür muss ich die Ressourcen investieren, um das zu machen. Aber es hat so viel mehr, denn ich habe zwei Worker und ich kann halt nicht auf das gleiche Feld, wo schon ein Worker ist. Und das bedeutet, ich platziere den, dann ist der nächste dran, der klaut mir das, was ich eigentlich brauche. Und ich kann nur einmal ein Feuer nutzen und es löschen, damit ich dann mit einem Worker auf einen zweiten Worker gehe und diese Funktion nutzen kann. Und es macht dann so viel aus, dass es halt wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Parks ist so ein Spiel, das kann man echt in der Sammlung gut gebrauchen, weil es auch für Nichtspieler recht gut zugänglich ist und trotzdem einen sehr guten Anspruch hat, ohne langweilig zu wirken. Auch nach der zweiten Partie ist das Spiel nicht langweilig, sondern ist einfach so, ich probiere das jetzt aus. Und da man halt viele Möglichkeiten hat, mit einem Rucksack nochmal sich auszustatten oder mit einer Trinkflasche, also mit einer Feldflasche, ist es in meinen Augen auch ein sehr thematisches Spiel. Es ist halt einfach nicht so ein aufgesetztes, sondern ja, wir gehen wandern. Hört sich vielleicht doof an, ist vielleicht so ein Thema, wo einige sagen so, ja, toll, brauche ich nicht. Stimmt, aber ich finde, das ist so ein richtig schönes, schon von der Packung, draußen sieht man diesen Bären, diesen Park, es ist so mit einer schönen goldenen Schrift und so taucht das Spiel auch durch, also so nimmt einen mit in diesem Park, dieses Park-Feeling. Und dann denkt man sich so, okay, die erste Runde ist durch, dann werden die ganzen Plättchen wieder zusammengenommen, es kommt ein neues Plättchen dazu, es wird gemischt, es wird wieder neu ausgelegt und es erweitert sich um ein Stück und man denkt sich so, oh ja, ja, jetzt habe ich Lust, ja. Und dann zusätzlich noch das Wetter zu beachten, was immer noch einen kleinen Bonus bei irgendwelchen Sachen gibt, das macht das Ganze gar nicht mehr so einfach, sondern echt schon, ja, so, dass man wirklich nachdenken muss oder sich gegenseitig helfen muss und dann, guck mal, du bist beim Berg gekommen, hast ja einen Berg genommen, da kriegst du nochmal Wasser. Weil sonst vergisst man solche Sachen einfach. Und das ist eine runde, schöne, runde Sache bei Parks, die mir echt gut gefällt und wo ich wirklich Spaß dran habe, das auf den Tisch zu packen und zu spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Parks, beide Daumen hoch, schönes Spiel. So, wir sind durch. Puh, war auch eine ganze Menge. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wird auf jeden Fall einiges nächsten Monat wiederkommen. Das waren auf jeden Fall beide Monate Februar und März. Genau, richtig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, beide Daumen hoch. Schreibt was in die Kommentare. Vor allem, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Wo ihr meiner Meinung seid oder wo ihr sagt, der hat gar keine Ahnung, das ist das beste Spiel der Welt. Dann lasst es mich bitte wissen. Und auch, was ihr gespielt habt oder was euer Highlight oder die Highlights Februar, März war, damit ich mal wieder ein bisschen gucken kann, ob ich irgendwas davon finde.